Hey Leute, was geht? Für uns ein herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Steal or No Steal in FIFA 19. Und auch heute versuchen wir wieder unser Team zu verbessern, denn das hat ja in der vorherigen Episode nicht ganz so gut geklappt. Da haben wir unser Team sogar eher verschlechtert. Und deshalb müssen wir heute Gas geben, um unser Team nochmal abzugraden, auf ein höheres Niveau zu bringen. Und ich denke, wenn wir unser Spiel ganz gut aufziehen, dann sollte uns das auf jeden Fall gelingen. Bevor wir jetzt ins Video reinstarten, würde es mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr mir bei Instagram, Facebook oder Twitter folgen würdet. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Ich heiße überall ProSYT. Ich denke, ich poste überall ganz interessante und nice Sachen. Von daher, wie gesagt, würde es mich freuen, wenn ihr auf Instagram, Facebook und Twitter einfach mal ein Follow oder ein Like da lassen würdet. So viel dazu. Das ist momentan unser Team hier bei Steal or No Steal. Wir haben einfach einen Timo Werner am Sturm, das feiere ich nicht so sehr. 83er Rating, ich hoffe, den werden wir relativ schnell wieder los. Ansonsten ist das Team eigentlich nice, aber es kann durch Team of the Year Karten, Future Stars und noch nicer werden. Und genau diese Karten wollen wir uns heute erspielen. Hier kommt unser erster Gegner für heute und der hat ein französisches Liga-Team. Sieht interessant aus, aber die besten Spieler aus der französischen Liga, muss man sagen, hat er gar nicht am Start. Für dieses Game ist der Winner's Prize Verratti und der Loser's Prize ist Saar. Auf geht's, seht auf direkt mal mit dem ersten Ball auf Mbappé. Der dribbelt sich hier Richtung 16er, ganz unten ist der 9er frei. Wer ist der 9er? Ich habe keine Ahnung, ist es Werner? Das ist Werner in seiner ersten Partie mit seiner ersten Aktion. Mbappé, come on! Oh, wie einfach jeder Weitschuss momentan im FIFA geblockt wird. Ist ein Krampf! Kurz Eckball auf Neymar. Mal schauen, ob wir in den 16er kommen. Neymar setzt sich hier ganz gut durch. Neymar. Neymar gehalten, aber wir haben den Abpraller. Yes, 1:0. Freshes Tor. Und so kann die Folge auf jeden Fall starten. Nach gerade mal 12 Spielminuten und einem einzigen Treffer, sagt der Gegner, reicht. Haut den Rage Quit raus und damit muss uns allerdings eine Ikone verlassen, nämlich Seedorf. Seedorf war momentan der schwächste Spieler in unserem Mittelfeld mit einem 85er Rating. Verratti hat ein 86er Rating und ist dementsprechend besser und ersetzt ihn. Das Gute ist, obwohl wir eine Ikone rausnehmen und eine normale Karte reintun, ändert sich an der Chemie nichts. Wir bleiben bei einer 79er Chemie, weil wir einfach so viele Paris-Spieler in unserer Mannschaft haben. Das ist krass. Ich bin gespannt, ob da vielleicht noch mehr Paris-Spieler dazukommen. Im nächsten Game wird es auf jeden Fall kein Paris-Spieler, den wir bekommen, denn unser Gegner hat nicht mal einen Paris-Spieler am Start, aber der hat ein Full-Special-Card-Team nur mit kranken Karten. Oh mein Gott. Der beste Spieler des Gegners ist die Prime-Version der Ikone Stoichkov. Damit haben wir eben eine Ikone abgegeben, aber jetzt können wir direkt eine neue Ikone dazu gewinnen. Und wenn wir verlieren, dann gibt es zwar keine Ikone, aber eine andere Special-Card, nämlich den Linksverteidiger Tagliafico. Erste Aktion eingeleitet durch Dani Alves. Guter Ball in die Mitte. Und wir verlagern auf die andere Seite. Marcelo. Come on. Zack. Vorbei am Gegner. Marcelo bringt ihn in die Mitte und das ist das 1:0. Nicer Angriff. Eckball für den Gegner. Ich denke mal, den flankt er einfach an den kurzen Pfosten. Den kann der Keeper festhalten. So geht hier noch ein bisschen was. Makelele. Gibt den auf Verratti. War kein Abseits. Okay, ich hatte schon ganz kurz Angst. Und dann haben wir Platz in der Mitte. Ja, Mann. Sehr nice. Werner. Timo. Der war grün. Wohin? Bitte lass uns das Spiel gewinnen. Ich will diesen Werner nicht mehr vorne haben. Kluivert. Ah, und genau dann fällt der Ausgleich, wo ich das gerade sage. Mbappé zieht sich den Ball gut hin und her. Werner ist oben. Den spiele ich natürlich nicht an. Mbappé. Mbappé. Ab geht's. Nein! Und da wollte ich noch einmal in den Rückraum, damit ich mit rechts schießen kann. Absoluter Fehler. Was? Oh mein Gott! Und dann werden wir nach dem Abschluss direkt ausgekontert. Boah, das ist echt ein bisschen unnötig, dass wir hier jetzt hinten liegen. Aber wir haben noch genügend Zeit, um das komplett zu drehen. Und dann steht erstmal 2:2. Das kannst du niemandem erzählen, Digga. Er spielt mit Hackespitze, tralala, und wird belohnt. Oh mein Gott. Werner auf Verratti. Gut in die Mitte gespielt. Neymar! Wie viele Tore hier fallen? Mächtig. Beide geben offensiv ganz gut Gas, aber defensiv sieht das von beiden nicht wirklich stark aus. Boah, schön, wie der Ball hier durch die eigenen Reihen läuft. Verratti, ein Hacke zu Hacke. Dann der Ball in den Rückraum. Und dann so ein Abschluss. Oh.
Storchkopf ist durch, das muss jetzt das Tor sein eigentlich. Ja, der ist drin. Oh, jetzt wird's ganz eng. Es kommt einfach gerade kein einziger Pass mehr an. Dann sollte ich vielleicht nicht mehr so viele Pässe spielen. Nur die, die gar nicht ankommen können. Komm mal in den Rückraum. Schön. Mbappé. Neymar! 20 Minuten haben wir noch. Komm on, weitermachen. Ein ablegen. Neymar. 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 Neymar! Yeah, das ist zu viel. Wie kann der nicht gehen schon wieder? Ey, was war das denn? Ich hab den Ball perfekt abgefangen und er ist trotzdem durch. Ich verstehe nicht, was ich da machen soll. Er passt ihn genau auf mich, mein Spieler nimmt den an und er ist durch. Was ist das? Und ich kombiniere mich durch, stehe vorm Tor und sein Keeper hält. Wo Fairness? GG. Bitter, bitter, bitter. Gegner hat nicht schlecht gespielt, aber da waren ein paar Situationen bei, die es gekillt haben. Wir brauchen auf jeden Fall langsam wieder eine Siegesserie, denn so wie es momentan läuft, geht es auf jeden Fall nicht weiter. Irgendwas läuft schief und ich weiß nicht, was genau es ist, aber wir kassieren auf jeden Fall viel zu viele Gegentore. Unser Gegner von gerade gibt uns hier auf jeden Fall einen Hinweis. Der sagt, dass er uns einen Tipp gibt, dass wir drei Verteidiger hatten, die High Work Rates im Angriff hatten. Das heißt, wir hatten drei Verteidiger, die die ganze Zeit nach vorne gerannt sind und so war er die ganze Zeit alleine durch vom Torwart. Zum Glück konnten wir den einen davon, unseren Linksverteidiger Marcelo, austauschen. So haben wir jetzt vielleicht hinten ein bisschen mehr Stabilität, weil das ist echt wichtig. 6 Gegentore in einem Spiel ist unnormal. Aber GG auf jeden Fall nochmal an den Gegner. Come on, und jetzt geht es darum, das dritte Match einfach zu gewinnen. Letzter Gegner ist am Start. 4-2-3-1-Formation von Anfang an hat er am Start, aber das ist einfach die größte Standardformation. Die spielt sowieso fast jeder. Seine Defensive wird, denke ich, relativ sicher stehen. Aber solange wir defensiv ein bisschen besser stehen als eben, gewinnen wir, denke ich. Wenn wir schaffen, das Spiel nach Hause zu holen, dann bekommen wir als neuen Stürmer Antoine Griezmann. Und wenn wir verlieren, dann gibt es nochmal einen neuen Linksverteidiger, nämlich Juan Fran. Es geht direkt los. Neymar über die Außenbahn. Schöner Shot in die Mitte. Jetzt nochmal nach außen auf Neymar und dann können wir den vielleicht reinflanken. Oder wir geben den in den Rückraum auf Werner. Na, Krampf. Verratti gibt den in die Mitte. Unten ist Neymar. Den versuchen wir mal anzuspielen. Neymar grün! Nice! Mbappé. Und Verratti gibt irgendwie nicht so sehr Gas. Egal. Mbappé macht dann halt weiter. Wenn er niemanden anspielen kann, muss er halt weiter rumtricksen. Das ist kein Problem. Neymar nimmt sich den hoch. Oh mein Gott. Freistoß jetzt für den Gegner. Ich glaube nicht, dass Pogba raufschießt, oder? Doch. Aber den hat der Keeper locker. Dani Alves. Oh, schön gemacht. Mbappé gibt den weiter auf Verratti. Der kann, glaube ich, nicht so geil mit links schießen. Neymars Tor ist leer. Hey. Der zweite Fallrückzieher von ihm, der einfach 30 Meter rüberfliegt, obwohl ich nicht mal doll gedrückt habe. Ey, fast ein Eigentor. Neymar leitet den wahrscheinlich letzten Angriff der ersten Halbzeit ein. Werner. Gibt den nochmal auf Neymar. Neymar. Come on. Einfach den Gegner irgendwie abhängen. Und in eine gute Position kommen. Ey, Werner trifft sogar. Nice. Ah, Verratti. Ist einfach viel zu langsam. Makelele. Der macht es gut. Schöner Pass. Werner. Jetzt ist er richtig heiß. Ey. Ey, das sind wieder 2 Pässe und er ist durch. Da läuft wirklich was hinten schief. Der hat am eigenen Tor den Ball, macht 2 Pässe und steht vor meinem Torwart. Ah, langer Ball. Ich werde absolut was an der Tiefe ändern für die nächste Folge. Gefühlt sind echt die ganze Zeit 3 unserer 4 Verteidiger in der gegnerischen Hälfte. Das macht so keinen Sinn. Werner, komm, Lupfer. Werner, mal wieder. Komm, geh mal nach hinten, mach das mal nicht alleine. Besser ist es, wenn wir dem mit Werner nochmal passen. Wie kommt der denn an den Ball ran? Neymar könnte den auf Mbappé geben, aber ob der angekommen wäre, ist die andere Frage. Verratti! Ah, und der Nachschuss könnte nochmal uns gehören. Schön abgelegt.
Und GG, wir holen das Game nach Hause. Nicer 2-0 Sieg hier. Und das ist doch mal ein richtig geiles Upgrade hier. Das gibt doch jetzt nochmal einen Spieler, der uns in der nächsten Episode nochmal richtig weiterhelfen wird. Wenn wir denn nochmal ein bisschen an der Taktik schrauben, dann bin ich mir sicher, dass wir bald wieder alles in dieser Serie gewinnen werden. Und das war's noch schon seit von dieser Episode Steel or No Steel. Griezmann kommt jetzt noch in unsere Mannschaft. Das sieht sehr, sehr gut aus in der Offensive. Und was ich auch noch geändert habe, ich habe ein paar bessere Spieler auf die Ersatzbank getan. Wir haben jetzt ein paar Ikonen. Die dürfen wir natürlich nicht einwechseln, aber dadurch ist das Teamrating hochgegangen. Und das heißt, in der nächsten Episode und in den kommenden Folgen werden wir jetzt wahrscheinlich noch stärkere Gegner treffen. Da werden wir noch häufiger um Ikonen, Team of the Year Karten, Future Stars und sonst was spielen. Und ich denke, darauf haben wir alle Bock. Vergesst nicht, mir auf meinen Social Media Kanälen zu folgen. Der Link zu meinem Twitter, Facebook und Instagram ist in der Videobeschreibung. Überall IcyThronesYT. Und wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr da mal einfach ein Like oder ein Follow da lasst, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt auch gerne das Video liken und meinen YouTube-Channel abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich bin raus, Leute. Macht's gut. Ciao.